Este programa es presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu können und wünsche Ihnen einen guten Empfang und eine erbauende halbe Stunde. Mein Name ist Karin Vogt und ich führe Sie heute durch diese Sendung. Herzlichen Dank auch an RSSA für diese Sendezeit. Heute unterhalten wir uns über ein sehr interessantes Thema und zwar Heimat ist da, wo dein Herz zu Hause ist. Meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Martina Reinhardt de Wiebe aus Lichtenau. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Martina, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Martina Wiebe. Ich bin 35 Jahre alt, bin verheiratet mit Raimund und wir haben 3 Kinder in den Jahren 5 bis 9 Jahren. Du bist nicht in Paraguay geboren und aufgewachsen, sondern in der Schweiz. Könntest du uns ein bisschen von deiner Kindheit und von deiner Familie erzählen? Ja, ich bin in der Nähe von Bern geboren, auf dem Land, im kleinen Dorf, auf dem Bauernhof. Wir hatten einen schönen Wald neben unserem Hof mit Bach und wir hatten viele Tiere zu Hause. Unsere Eltern haben viel mit uns gesungen. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit. Und unsere Großeltern wohnten auch bei uns. Das ist dort normal, dass die Großeltern auf dem Hof bleiben, bis sie ins Altenheim müssen oder nicht mehr sterben. Ne? Ja. Und das hat sehr viel Schönes für mich gebracht. Wir hatten viele schöne Zeiten zusammen. Die Familie war oft da. Ich habe viel Kontakt mit meinen Cousins und Cousinen gehabt. Ich hatte mein Zimmer neben ihrem Zimmer. So bin ich oft, wenn Gewitter war draußen, das laut war, zu ihnen unter die Bettdecke geschlüpft. Und ja, es war sehr schön. Für meine Eltern war es natürlich manchmal ein bisschen schwer. Aber ja, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Wir waren als Familie in der evangelischen Täufergemeinde zu Hause. Und in dieser habe ich mich dann auch taufen lassen. Und wie sah so deine Schulzeit aus und hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht? Ich ging 9 Jahre zur Schule, das ist die normale Zeit. Danach habe ich eine Ausbildung gemacht als Hauswirtschafterin für Großbetrieb. Darum bin ich auch ausgezogen mit 16 Jahren. Und das hat mir später sehr geholfen, dass ich, ich wurde früh selbstständig, ich habe mich früh abgenabelt und das hat mich dann später auch sehr geholfen. Ja, ja, also so weit weggezogen bist von zu Hause. Ja. Ja. Ja, und irgendwann bist du dann nach Paraguay gekommen. Wie ist diese Verbindung zu Paraguay überhaupt entstanden? Wie hast du Paraguay kennengelernt? Ja. Meine Mutter ist hier in Fernheim geboren. Als sie dann 10 Jahre alt war, dann sind sie nach Deutschland ausgewandert, weil mein Opa, der fühlte sich hier nicht zu Hause, der konnte sich hier nicht zu Hause machen. Und und so ist der Kontakt dann auch abgebrochen. Der ist dann später wieder entstanden, als ein Verwandter von meiner Mutter uns besuchen kam in seinen Ferien. Der arbeitet in Deutschland und war eigentlich, ich glaube, fast immer bei uns in seinen Ferien. Und so entstand dann ein Kontakt wieder. Und durch ihn kam dann auch 2 Jungs, die die Berufsschule fertig hatten zum Praktikum. Und Verwandte kamen uns besuchen und so ist der Kontakt dann wieder entstanden. Und ich habe auch eine Cousine in Asunción, die hat einen Mann aus Menno geheiratet. Und ja, von dem her haben wir dann wieder mehr Kontakt gehabt. Ja. Und du hast diese Cousine besucht oder wie bist du dann konkret so nach Paraguay gekommen? Ja, sie hat mich auf eine Gelegenheit eingeladen. Ich war damals 11 Jahre und ich hatte dann auch die Möglichkeit zu fliegen mit einer Lehrerin aus unserem Dorf, die wollte ihre Schwägerin besuchen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte sehr Probleme mit Heimschmerzen, Heimweh, Sehnsucht. Ich hatte immer Angst, meine Eltern zu verlieren. Und ich habe wirklich mit 10 Jahren noch an die Tür geschlagen, wenn die mal zum Hauskreis fuhren. Da fahren die Kinder nicht mit. Und es war wirklich ein großes Problem von mir. Aber
ich fragte mal meine Mutter, warum hast du mich gehen lassen, nicht? Mit so einem Problem. Ja. Und sie sagte dann, ich wollte unbedingt. Und ich konnte dann fliegen nach Paraguay mit meiner Lehrerin zusammen und seitdem bin ich auch geheilt von dem. Also es, ja. Dass du halt nicht mehr so leicht Heimweh hast. Nee, oder so. Das ist dann weg seit dann. Mhm, mh. Ja. Und wie hast du Paraguay dann bei dieser ersten Begegnung erlebt? Ich war 2 Wochen bei meiner Cousine und 1 Woche hier im Chaco. Das war eine wunderschöne Zeit. In Asunción, sie haben mit mir die Iguazú-Fälle besucht. Da war die Expo gerade, das war im Winter. Wir waren Betty Rossi und allerhand. Es war sehr schön. Und im Chaco war ich 1 Woche und das hat mich eigentlich fast umgehauen, wirklich. Das war so, so anders, so schön. Es war dann Winter. Es war, ich kann mich nicht erinnern, dass es sehr kalt war, aber die Natur und die Gerüche und mir gefiel sehr, dass man alles mitkriegt, auch wenn man im Haus ist, nicht? Man gehört, hört die Grillen, man hört alles und das hat mich sehr fasziniert. Es war sehr schön. Mhm. Ja. Und ich weiß noch eine Gelegenheit, da hat die Tochter von denen, wo ich zu Besuch war, mich mitgenommen am Abend zum Tere zu ihren Freunden. Und ich glaube, sie war so 8 Jahre, 10 Jahre älter. Und wir fuhren auf dem Motorrad. Und ich fuhr noch nie auf dem Motorrad. Es war nur ein Damenrad, nicht? Aber es war für mich was ganz Spezielles. Und wir waren dann da zum Tere. Da waren viele junge Menschen. Wir saßen da am Boden. Er hatte sein Haus neu gebaut und noch nichts. Und das hat mich so beeindruckt, dass es, man braucht nichts, um Gemeinschaft zu haben. Man braucht eigentlich nichts, um eine schöne Zeit zusammen zu haben, nicht? Und das kannte ich nicht. Das hat mich sehr beeindruckt. Und als wir dann nach Hause fuhren, das war Vollmond, dann hat sie das Licht ausgestellt. Und das kenne ich, das gibt's nicht, das kenne ich nicht. Und das war so schön hell und Und dann plötzlich sagte sie so, jetzt wirst du fahren. Du warst 11. Und ich war 11 und ich durfte fahren. Und das hat mich eigentlich fast umgehauen. Ich glaube, für einen Chaqueño ist das nicht was extra, was Großes, nicht? Aber für mich war das wirklich wunderbar, wunderschön. Ja, und dann habe ich mich da entschlossen, dass ich eines Tages zurückkommen möchte. Da ist da schon so die erste Sehnsucht nach Paraguay entstanden. Ja, war dann schon klar, dass ich zurück möchte. Okay, schön. Ja, wir gehen jetzt einmal kurz in die Pause und dann setzen wir unser Gespräch fort. Tu moto ideal es la TL 110 2G estándar de Taiga. Súper accesible con cuotas desde 230 mil guaraníes. Tu primera cuota la pagas en enero del 2021. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Imerfin. Sie sehen die Sendung Frauen wie wir. Ich unterhalte mich hier mit Martina Wiebe aus Lichtenau über das Thema Heimat ist dort, wo das Herz zu Hause ist. Martina, du bist dann mit 20 Jahren wieder nach Paraguay gekommen, nachdem du dich mit 11 Jahren so schon ein bisschen in Paraguay verliebt hattest, ungefähr, ja? Wie kam es dazu, dass du mit 20 Jahren dann nach Paraguay kamst? Ja, das war so, ich habe meine Ausbildung gestartet, ich habe dann meine Ausbildung auch abgeschlossen, ich hatte eine schöne Arbeitsstelle in einem christlichen Ferienhotel. War in der Schweiz. Das war in der Schweiz. Ja, okay. Ich hatte ein gutes Umfeld, aber ich besuchte nicht mehr den Gottesdienst, nicht mehr regelmäßig. Ich musste viel arbeiten am Wochenende. Ich war weit weg von meiner Heimatgemeinde und irgendwie kam ich ins Rebellieren. Ich fing an zu rebellieren gegen Gott, gegen meine Eltern. Ich fing an zu rauchen, zu trinken. Und das kam so weit, dass ich zu Dingen bereit war, die ich wusste, dass ich sie bereuen würde, nicht? Und eines Tages dann saß ich so in meiner Wohnung und ich las eine Jugendzeitschrift, eine christliche. Und da stand, was würde auf dem Grabstein stehen, wenn du heute sterben würdest? Ja? Und das hat mich wie ein Blitz getroffen. Hm. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich bin dann zum See, ich wohnte am See, am Fuße von den Bergen, sehr schön. Und ich habe da stundenlang geweint und da habe ich mich entschlossen, dass ich muss einen Schnitt machen. Ich muss weg.
Ich wollte weg. Ich habe mich in der Schweiz nie irgendwie... Ich hatte immer ein gutes Umfeld. Ich wurde immer angenommen. Aber ich fühlte mich immer fehl am Platz. Ich war irgendwie nicht angekommen. Ich passte nicht hin, hatte ich immer das Gefühl. Und durch diese Sachen, was ich machte, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich muss weg. Und so habe ich dann mit meinen Eltern Kontakt aufgenommen zu meiner Mutter, ihrem Cousin, der war damals Verwalter von 81. Und wir haben gefragt, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich wollte eigentlich zur Herberge Spanisch lernen. Und er sagte dann, nee, du kommst zu uns nach 81. Das war auch sehr gut so. Und so kam ich dann nach 81 und habe schnell wieder Fuß gefasst. Ich hab mich aufgemacht, mich frisch neu Gott zugewendet. Ich habe gemerkt, dass ich, egal wo ich bin, zu Hause bin bei Gott, dass er mein Zuhause ist. Ja? Und ja, so kam ich dann nach Paraguay. Schön. Ich werde dazu nur kurz hinzufügen für die Personen, die vielleicht nicht wissen, was ist 81. Das ist eine christliche Leprastation auf Kilometer 80, also 81 Kilometer von unserer Hauptstadt Asunción entfernt und wo eben oft junge Leute einen christlichen Dienst machen. Genau. Ja, genau. Und dann hast du dich entschieden, in Paraguay zu bleiben, also nicht nur für ein paar Monate oder ein Jahr, sondern einfach für immer. Wie kam es dazu? Ja, ich kam mit dem Gedanken, könnte ich hier leben bleiben? Könnte ich hier bleiben? Und ich hatte nach einer Eingewöhnungszeit, die es natürlich immer braucht, ne, habe ich mich ziemlich schnell aber entschieden, dass ich hier bleiben will. Ich fühlte mich angekommen, ich war angekommen, ich fühlte mich wohl bei den Menschen. Ich fühlte einfach, hier gehöre ich hin. Und ich habe dann verlängert auf 6 Monate. Da macht man ja immer 3 Monate einen Dienst oder länger. Ich habe dann für 6 Monate. Und in dieser Zeit habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Er war an akuter Leukämie erkrankt. Und die Ärzte gaben ihm eigentlich nur noch ein paar Tage zu leben oder eine Woche. Sie haben eigentlich damit gerechnet, dass er bald sterben würde. Und so kam er dann nach 81, seine Eltern oder sein Vater, der war der Kaplan, Prediger, Pastor. Und da habe ich ihn kennengelernt. Es war sehr schwer, weil eben man wusste nicht, wird er den nächsten Tag überleben, wird er die Woche überleben, den Monat. Aber wir haben uns für eine Beziehung entschieden. Und ja, das hat mir dann auch noch mal bestätigt, dass ich dahin gehöre, ja. Also du hast dich verliebt in einen jungen Mann, der zu dem Zeitpunkt also schwer krank war. Was denkst du, hat euch in eurer Beziehung durchgetragen? Es wurde sehr viel gebetet. Ich habe auch zu Hause meine Familie, Freunde, und einfach das Vertrauen, dass es gut sein wird. Und ich habe mich dann auch entschieden, ich bleib bei dir, bis der Tod uns scheidet. Ja? Sei das jetzt früh oder spät. Und Gott hat uns sehr Kraft gegeben, da durchzukommen. Ja. Und ihn auch zu heilen. Er ist gesund. Ja? Er lebt heute, wir hören das. Ja. Kannst du einmal ganz kurz erzählen, wie er geheilt wurde oder was für ein Wunder da passiert ist? Ja, eben wie gesagt, er war sehr krank. Sie haben vier Therapien gemacht. Er hat sehr viele Blutspenden gekriegt. Im Juli war das, wo sie ihn dann, dass der Befund gut war. Sie sagten, es ist gut. Er ist heil in dem Moment, ja. Also ganz heil ist man erst nach 10 Jahren, das. Und nach einem Monat war das wieder ganz ausgebrochen und eigentlich noch schlimmer als vorher. Und sie haben dann nichts mehr gemacht, weil sein Körper war so verbraucht, kaputt von all den Therapien, dass wir das einfach in Gottes Hände gelegt haben. Nee? Ihr wart zu dem Zeitpunkt schon verheiratet? Nee, oder nicht? Wir waren nicht verheiratet, wir waren zusammen. Ja. Aber eben seine Familie und ja. Ja. Und sie haben viel probiert mit Rohkost, mit
allerhand Straußenmagen und allerhand, was man so sagt, natürlich, was helfen ja, könnte, ja, auf ja, natürliche Art und Weise. Ja. Und das ist eigentlich auch ein zweites Wunder, weil eigentlich, wenn das zum zweiten Mal ausbricht und so schlimm ist, dann gibt es keine Überlebenschancen. Also ja, eigentlich nicht Überlebenschancen. Menschlich gesehen nicht, ja. Menschlich mhm, gesehen. Und ja, er wurde geheilt. Er wurde einfach geheilt. Ja. Das ging so von heute auf morgen oder wie? Nee, dass er einfach merkte, es wird wieder besser. Ja, er hat dann auch nicht mehr Untersuchungen gemacht oder nicht mehr große Untersuchungen. Und im Oktober dann war das schon sehr viel besser. In welchem Jahr war das? 2006. Okay. Ja. Ja, okay. Ich fuhr dann für 5 Monate nach Hause, Papiere vorbereiten und er kam mich dann besuchen. Wow. Und er war dann schon so weit so gesund, stark, dass, stark, dass er mich besuchen konnte. Mhm. Ja. Mhm. Wow. Ja. Und als ihr geheiratet habt, dann war er so weit gesund? Ja. Ja. Und das ist so geblieben? Es ist so geblieben, ja. Wow. Er ist jetzt stark. Gott, die Ehre. Ja. Schön. Ja. Gut, wir müssen wieder in eine Pause gehen und danach gehen wir in unseren letzten Block. Tu moto ideal es la TL 125 clásica de Taiga. Súper accesible con cuotas desde 235.000 guaraníes. Tu primera cuota la pagas en enero 2021. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralos en Inverfin. Sie sehen die Sendung Frauen wie wir. Ich unterhalte mich hier mit Martina über das Thema Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist. Eine ehemalige Schweizerin ist Chakenya geworden und ich glaube von ganzem Herzen. Ja, wir haben im vorigen Blog darüber erzählt, wie du halt deinen Mann auch kennenlerntest, was da für Wunder passiert sind und so weiter. Und dann bist du halt ganz bewusst in den Chaco nach Lichtenau gezogen und ihr habt da später eure Familie gegründet und so weiter. Ja, als du dann hergezogen bist, gab es für dich auch so eine Art irgendwie Kulturschock oder fällt dir auch vielleicht irgendeine Anekdote zu dem Thema ein? Einen Kulturschock hatte ich nicht. Es gab natürlich viele Dinge, die ich lernen musste. Es gab viele Fettnäpfchen, wo ich reingetreten bin. Sprachlich bestimmt auch, ja, oder? Sprachlich. Plattdeutsch und so. Ja, ja, ich fuhr dann mal mit den Eltern von meinem Freund damals, mit meinen jetzigen Schwiegereltern in Chaco. Und dann sahen wir da Ziegen, viele Ziegen. Und dann sagten sie mir, das sind Kosse. Ja. Und als ich dann zurückfuhr, dann habe ich in der Küche, ich habe in der Küche gearbeitet, in dem Krankenhaus. Ich habe ein neues Wort gelernt. Ich lernte dann Plattdeutsch, ja? Ja, ja. Kosse. Und Kosse ist ja das Wort für Kissen. Ja. Und, ja. Das war ziemlich ein Fettnäpfchen, wo die mich ziemlich lang noch aufgezogen immerhin, haben. Immerhin, ja. Ja, okay. Und du sprichst heute Plattdeutsch? Ich sprach früher mehr als heute. Wir sprechen zu Hause Schweizerdeutsch. Okay. Und durch das habe ich nicht mehr so, spreche ich es nicht mehr sehr oft. Ja. Aber ich verstehe alles. Aber ganz verstehen, okay. Und kann auch einiges sprechen, ja. Ja. Das Schwierigste war vielleicht die Beziehung. Mhm. Es ist sehr persönlich, es ist sehr intensiv und das ist halt schon anders. In der Schweiz wird eine Beziehung anders geführt, als hier. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, allgemein, dass ich muss ein Stück von mir aufgeben. Hm. Hört sich sehr negativ an, aber jetzt im Nachhinein ist es für uns ein Gewinn. Weil ich habe gelernt, diese Kultur hier kennenzulernen. Mhm. Ich habe am Anfang ziemlich oft gesagt, in der Schweiz macht man das so, da ist das so. Mhm. Und irgendwann habe ich mir selber zugehört und musste sagen, du bist jetzt hier. Du musst jetzt das nicht alles mitnehmen. Lass das dort. Lerne diese Kultur kennen. Und das musste ich dann in der Beziehung auch. Ja? Das musste ich lernen, wie das hier geführt wird. Und es hat auch seine guten Seiten. Es ist sehr gut. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich mich einfach ein Stück, meine Denkweise ein bisschen habe aufgegeben. Ja, ein bisschen so eine Art Loslassen oder so. Ja, ja, genau. Ja.
Und heute lebst du also mit deiner Familie in Lichtenau, also hier im paraguayischen Chaco, auf einem Bauernhof. Und so wie ich gehört habe, bist du da sehr zufrieden. Ja. Was fasziniert dich da an diesem Leben? Ja, wir haben einen sehr schönen Bauernhof. Wir melken selber. Wir haben viele Tiere, viel Raum für die Kinder. Das ist sehr schön. Die können frei den ganzen Tag draußen spielen. Wir haben einen großen Zitrusgarten und viele Früchte. Und das ist eigentlich immer das, was ich mir gewünscht habe. Ja? Kinder, Familie, ein Bauernhof. Was mich so sehr fasziniert, ist das Wetter. Ah, wirklich? Das kann man fast nicht glauben, aber es ist so. Ich mag das Extreme. Es ist extrem heiß. Es ist extrem trocken. Ich mag nicht unbedingt die Trockenheit, aber man lernt daraus, dass man eigentlich nichts im Griff hat, dass, ja, dass Gott einfach für uns sorgen wird. Und jetzt auch, wo es so trocken ist, da ist jede Wolke ist so was Wunderbares, ja, so was Schönes. Und ja, dass man einfach lernt, Gott zu vertrauen. Und das lernt man hier vor allem in der Natur. Ja. Man nimmt manches bewusster wahr auch. Ja, ja, es ist ein Segen, die Natur so erleben zu können. Ja. Auch wenn es schwer ist. Aber ich denke, wenn man Gott vertraut, dann, er weiß ja, er schaut für uns. Ja, ja. Es ist schön, wie du das so in Worte fasst. Wie fühlst du dich hier in der Gesellschaft und in der Gemeinde? Ja, und ich bin von meinen Schwiegereltern wie eine Tochter angenommen worden. Von meinen Schwägerinnen wie eine Schwester. Und auch in der Gemeinde, ich fühle mich sehr wohl, ich werde gebraucht, ich darf einen Kinderchor leiten, wo ich nie dachte, dass ich das kann und man machen werde. Ja, und jetzt nach 7 Monaten Corona, Quarantäne oder was auch immer, können wir uns wieder treffen in Gruppen und das freut mich sehr. Das finde ich sehr schön und ja, ich habe die Hoffnung, dass wir uns neu aufmachen, dass wir neu die Freude und die Fröhlichkeit, die in Habakuk steht, ich freue mich im Herrn und bin fröhlich im Gott, meinem Heil, dass wir das uns zu Herzen nehmen und uns freuen und diese auch ausstrahlen, nicht? Ja, weil das ist oft etwas, was ich vermisse. Man sieht nicht die Freude, man fühlt die Fröhlichkeit nicht. Und Gott möchte die uns aber schenken. Ja. Und aber ich glaube wirklich, dass wir, oder ich hoffe, dass wir jetzt uns neu aufmachen. Ich auch persönlich. Ich muss auch sagen, mein Feuerchen ist, meine Flamme ist vielleicht nicht mehr so groß, wie sie mal war. Aber ich weiß, es gibt so viel mehr und ich strecke mich danach aus. Und ich hoffe, dass wir ein großes Feuer werden. Hier in der Gesellschaft ein Feuer, das brennt. Nicht vernichtet, sondern erhellt. Ja? Wir haben ein großes Feld, wo wir brennen können, wo wir erhellen können. Ja. Ja. Ich finde, du strahlst da schon was aus. Ja. Kurz noch eine Frage. Gibt es auch etwas, das du so aus deiner alten Heimat vermisst, so aus der Schweiz? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja. Ich vermisse eigentlich nichts. Meine Familie. Also eben, wenn ich vom Vermissen spreche, dann spreche ich von das, was ich früher fühlte, ja, das Heimweh, die Sehnsucht, das habe ich heute nicht mehr. Aber ich würde meine Familie sehr, sehr gerne öfters sehen. Das ist klar. Ich habe meine Geschwister schon lange nicht gesehen. Meine Eltern, die kommen uns einmal im Jahr besuchen. Die versuchen das, dass sie einmal im Jahr hier sind. Ja, und es ist sehr schwer, auch für meine Eltern, unsere Kinder sind die einzigen Enkelkinder. Und das ist halt schon schwer. Und das ist auch für mich nicht einfach. Also von dem her ist halt meine Familie schon das Größte, was ich eigentlich vermissen würde. Ja, nee? Ja. Die Leute fragen mich oft, ob ich nicht die Berge vermisse oder die Seen. Und da muss ich sagen, nein, das tue ich nicht. Ich habe in den Bergen gewohnt. Ich habe an den Seen gewohnt. Ich habe Ski gefahren, ich habe alles, aber es war nie eine Leidenschaft von mir. Ich bin nie viel in Bergen wandern gegangen oder eben Schneesport betrieben. Ich finde es wunderschön, aber der Chaco ist das auch. Ja, der ist auch wunderschön und ich finde immer, dass
das sollte man nicht vergleichen. Das, das sind zwei verschiedene Welten. Und ich darf beide kennen. Ja, das ist schön. Ja. Das bin ich sehr dankbar für. Ja. Ja, und noch kurz zum Schluss. Inwiefern ist deine Auswanderung nach Paraguay für dich auch persönlich eine Bereicherung? Ich habe, gerade wie ich erst schon sagte, dass ich mich ein Stück aufgeben muss. Ich denke, das ist etwas Gutes. Ich werde das mal ein bisschen so erklären wie eine Perspektivenbrille. Ja, ich habe meine Perspektivenbrille an, die hat jeder. Und dass ich die einfach mal ablege und dem Nächsten seine anziehe. Also, dass ich dem anderen durch seine Brille anschaut. Nicht? Es führen viele Wege nach Rom. Einen führt den Himmel, aber viele nach Rom. Und es gibt nicht nur meine Ansicht, es gibt viele Ansichten. Und gerade hier im Chaco, wo wir so viele Kulturen sind, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir lernen, einander zu verstehen. Das ist oft nicht einfach, aber das ist für uns, für unsere Kinder sehr wichtig, dass wir lernen, die anderen mit ihren Perspektivenbrillen anzusehen. Mit Gottes Perspektive am besten. Ja, ja. Sehr, sehr vielen Dank, Martina, dass du bereit warst, einen Teil von deiner sehr interessanten Lebensgeschichte mit uns zu teilen. Gerne. Alles Gute dir und deiner Familie. Und ich wünsche auch uns, dass wir wirklich da, wo wir leben, dankbar und zufrieden sind und da wirklich unsere Heimat finden. Die Wiederholung dieser Sendung sehen Sie wieder am Sonntag um 18 Uhr auf RSSA und natürlich können Sie uns gern jederzeit auf YouTube folgen. Das war Frauen wie wir, Glauben und Leben. Este programa fue presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca.